Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Aquarina. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht seid ihr aber auch zum ersten Mal mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. TikTok, time's up, but I make a move. Don't think twice now, you got things to prove. I'm not playing, I'm not hard to get. Cause when I saw you, there was nothing else. You got dreams and I got dreams, so let us open up. War gerade unterwegs, Schnecken holen. Ja, wir fangen quasi bei der Rückreise an. Ist auch mal interessant, ne? Auf jeden Fall habe ich mir gerade einen kleinen Traum erfüllt. Ich habe jemanden in der Nähe gefunden, der tatsächlich Blueberry Snails hat, Leute. Und genau, die habe ich mir gerade geholt. Und sie sind halt noch sehr klein. Es sind Nachzuchten. Das ist das Besondere. So, wir quatschen auf jeden Fall noch ein bisschen weiter darüber. Aber Leute, ich werde jetzt erst einmal losfahren. Und wir sind hier mitten in Bad Münstereifel. Ja, so, meine Reise geht jetzt weiter zum David. Ich hatte ihn noch eigentlich gefragt, ob er hier mit ins Video möchte, aber ich weiß nicht, ich kenne seine Entscheidung noch nicht, aber ich glaube fast eher nicht. Genau, denn da gibt es, wie hießen die jetzt nochmal? Irgendwelche Würmer, Leute, irgendwelche Würmer. Enchitrien, bin ich jetzt richtig? Nee, ich weiß es nicht mehr. Irgendwelche Würmer auf jeden Fall auf Ceramis oder so. Crazy. Ja, da fahren wir jetzt als nächstes hin. Und dann gucken wir mal, ob ihr dabei sein dürft oder nicht. Ansonsten zeige ich ja euch auf jeden Fall die neuen wurmigen Gefährten im Nachhinein. Ihr erkennen könnt, bin ich mittlerweile wieder zu Hause. Ja. Habe mich dann doch noch spontan dafür entschieden, noch nach Zindorfer zu fahren, ein paar Tiere zu holen. Ich habe mich auf jeden Fall noch für ein paar Burma-Stichlinge entschieden. Ja, es sind nochmal 5 mitgekommen. Das heißt, jetzt insgesamt sind in dem Burma-Stichlings-Aquarium 12 Tiere und 5 Goldringelgrundeln. Ja, das heißt, wir haben da jetzt 10. Naja, und ich finde, man sieht nicht wirklich, dass da jetzt 5 mehr drin sind, die gehen total unter, aber naja, ich denke mir, so langsam aufstocken ist definitiv besser, als von jetzt auf gleich 10, 15 neue Tiere dazu zu packen. Und genau, so hat man dann immer noch mal die Möglichkeit zu schauen, ist es so in Ordnung, kann noch mehr rein. Genau, weil wenn es dann irgendwann doch zu viele sind, dann ist es ein bisschen blöd. Es ist hier gerade recht spontan, die Videoaufnahme. Ich habe nur gedacht, wir gucken mal, weil jetzt gerade genau 4 Burma-Stichlinge auf einem Haufen sitzen. Der 4. ist da, das sieht man ein bisschen schlecht wegen der Spiegelung, rechts vor den 3 Röhrchen. Genau, ich glaube, der schwimmt da auch gerade wieder rein. Naja, auf jeden Fall sind hier gerade quasi 4 aufeinander getroffen. Und naja, interessieren sich irgendwie nicht so richtig füreinander. Also ich finde die Kommunikation so untereinander zwischen den Burmas irgendwie recht emotionslos irgendwie. Ich weiß es nicht. Und man kann auch ganz gut erkennen, ja gut, den Dicken sieht man jetzt nicht, aber hier sind die Neuen, denke ich mal, weil, ja, da war mir aufgefallen, die sind so ein bisschen dünner als die, die hier bei mir sind. Ja, die bei mir, die naja, sind wahrscheinlich auch einfach recht gut genährt. Ja, durch das ganze Lebenfutter im Moment.
Es ist wirklich schade mit der Spiegelung. Naja. Da hinten ist auf jeden Fall einer. Ihr seht bestimmt die Bewegung. Und hier vorne an den drei Röhrchen, da ist jetzt zum Beispiel einer, der hier schon länger drin ist. Der ist recht füllig. Vielleicht ist es auch ein Weibchen. Ich habe keine Ahnung. Naja, aber es ist immer eine wirklich langsame und emotionslose Kommunikation. Obwohl. Sie haben sich gefunden. Aber ich glaube, da wird nicht viel passieren. Manchmal schwimmen die auch miteinander, aber dann haben sie sich auch wieder recht schnell getrennt. So, also, ja, ist nicht so spannend irgendwie so dieses Miteinander. Man sieht ja auch jetzt, der eine ist da, der andere da und wahrscheinlich gucken sie sich immer mal wieder an. Aber mehr passiert dann da auch nicht. Sehr spannend. Oder halt auch nicht. Eher nicht. Aber so hat man mal die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu sehen, was denn da gerade abgeht. Deshalb habe ich ja auch diese kleinen Höhlen hier so in den Vorderbereich getan, beziehungsweise da, wo ich sie dann auch mal sehen kann. Okay, was passiert jetzt? Sorry Leute für die schlechten Aufnahmen, aber es ist halt auch, wenn ich jetzt näher dran gehe, dann, die sind ja doch recht schreckhaft, dann sind sie nämlich auch gleich wieder weg. Weg ist er. Beziehungsweise er hängt da noch. Das ist wirklich, also das ist sehr, sehr langatmig, kann ich euch sagen. Es ist so richtig viel, passiert dann auch nicht. Ja, naja, das war dann wahrscheinlich die Begegnung. Ganz spontan über Kleinanzeigen sind mir Blueberries aufgefallen. Nachzuchten, natürlich recht kleine, ja. Aber ich habe mir gedacht, wir versuchen das nochmal mit den Nachzuchten. Ja, keine Wildfänge, ja, denn da habe ich ja meine Erfahrung gesammelt. Und jetzt haben wir die kleinen Babys, ja, die, wo ich auch echt gespannt bin. Also gestern, ich habe sie ja reingepackt und also ich habe sie wirklich über Stunden an mein Wasser gewöhnt. Ich muss dazu sagen, dass ich mein Wasser aber ja, aufbereitet habe, beziehungsweise ich habe mein Leitungswasser mit destilliertem Wasser gemischt, sodass ich einen Mikrosiemenswert von 400 rausbekommen habe. Also eigentlich genauso, wie auch die Vorgängerin die Schnecken gehalten hat. Naja, gut, im Detail wird sich das Wasser schon noch unterscheiden, aber so ungefähr ist es dann ja, ähnlich. Naja, auf jeden Fall, ja, habe ich die Schnecken dann reingepackt und die waren auch direkt unterwegs, als wären sie nie woanders gewesen. Also es war recht unspektakulär, aber natürlich habe ich mich auch darüber gefreut, ja. Denn besser kann es ja nicht laufen. Schlecht ist immer, wenn die Schnecken dann da rumliegen und sich nicht bewegen oder echt lange brauchen, um irgendwie klar zu kommen. Aber das war ja gar nicht der Fall. Also es lief richtig, richtig gut. Ja, und bei den Ringelhechtlingen war es auch so, ne, ich habe sie reingepackt, die sinken ja recht schnell zu Boden. Ja, dann kamen die Alttiere, man kann auch recht gut erkennen, dass die neuen viel kleiner sind als die alten. Die alten haben mal geguckt, von recht nah, und sind dann auch wieder weggeschwommen. So, also das war ja noch unspektakulärer als alles andere, was jetzt hier eingezogen war. Ach ja, was ich euch auch noch zeigen wollte. Ich habe jetzt hier einen Ansatz Grindalwürmer, wie gesagt, vom David bekommen. Erkennt ihr das? Da sind so ein paar. Und da bin ich auch mal recht gespannt. Vor allem, weil das ja jetzt... Ach, hier sind recht viele. Seht ihr das? Die sind auf... Moment, wie hieß das nochmal? Ceramis oder so? Oder Ceramis? Keine Ahnung.
ist irgendwie so ein Pflanzensubstrat. Der eine oder andere kennt das bestimmt. Ich habe es bisher nicht gekannt, jetzt kenne ich es. Ja, genau. Und die packt man, also das Substrat packt man rein, dann befeuchtet man das Ganze, ja, mit so ganz wenig Wasser, also wirklich wenig, wenig Wasser. Und gefüttert wird mit Haferflocke. Ich habe jetzt so Schmelzflocken gekauft für Babys. Das sind ja hier auch meine kleinen Wurmbabys. Ja. Ja, und das Gute an diesem Futter ist, es stinkt halt gar nicht. Also es riecht gar nicht. Also schon, ja, aber es riecht nicht unangenehm. Es riecht halt so nach Pflanzensubstrat. Ja. Und das finde ich recht cool, muss ich sagen. Ach stimmt, heute kommt noch anderes Lebenfutter. Und zwar Mikrofex. Mikrofex, bin ich jetzt richtig? Das ist die kleinere Variante von Tubifex. Ja. Und das ist wohl ein bisschen mehr Aufwand. Also das ist wohl auch was, was riecht. Wir gucken mal. Also es ist halt leider noch nicht da. Das hätte ich euch jetzt gezeigt. Aber gut. Hier werde ich auf jeden Fall noch umbauen in ein größeres Gefäß. Das ist mir hier ein bisschen klein. Und ja. Oh Leute, Würmer ist wirklich... ich das schon wieder sehe, wenn die sich so schlingeln. Das ist ja ganz eklig. Da passiert irgendwas in meinem Körper. Ich finde das wirklich... ach. Es sind aber so Menschen, die so Herpes haben, da würde jetzt Herpes bei mir ausbrechen, wenn ich dann welchen hätte. Ist ja mal, wenn man sich so ekelt, ne? Ja, ich bin richtig gespannt, wie es laufen wird mit den Blueberries. Also da bin ich ja richtig, richtig happy jetzt mit den kleinen Bibi-Schneckis. Die sind wohl irgendwie, ja... paar wenige Monate alt, ne? Also wirklich noch recht klein, aber das ist ja gar nicht schlimm. Ich glaube, da haben wir gute Chancen, also bessere Chancen mit, als wie mit den Alttieren, beziehungsweise mit den Wildfängen. Naja, wir gucken mal. In dem Schneckenaquarium haben wir auf jeden Fall perfekte Bedingungen, weil ja auch keine Garnelen mehr drin sind. Die sind inzwischen auch, also da waren ja kurz rote zwischengelagert, weil das Behältnis, wo sie drin lebten, da war irgendwas nicht richtig. Mittlerweile hat sich das wieder reguliert. Jetzt sind sie wieder ausgezogen. Ja, das sind immer so kleine Details, was hier passiert und was ihr, ja, was ich vielleicht auch manchmal vergesse mitzuteilen. Da denkt sich ja der eine oder andere so, hä, aber da waren noch Garnelen drin. Ja, mittlerweile schon nicht mehr. Mit den Bormis ist und bleibt spannend. Da gucke ich halt jeden Tag rein, ganz gespannt. Aber bis jetzt, ja gut. Man sieht halt nicht so viel, ne? Ich werde mir jetzt, denke ich mal, auch noch mal ein paar Höhlen besorgen, die von einer Seite geschlossen sind, weil ich glaube, dass sie in diesen Höhlen, die so beidseitig offen sind, sich höchstwahrscheinlich auch nicht vermehren werden. Weil dann wäre das Männchen ja echt gestresst, wenn es von beiden Seiten das Ganze verteidigen muss. Also, naja, mal gucken. Aber es gibt ja auch diese Cubes, ne? Heißen die Cubes? Tubes heißen die. Tube. Sieht es schon. Hier steht ein neues Aquarium. Aber das hatte ich auch, glaube ich, angekündigt, ne? Wie gesagt, zwei sind gegangen, ja, wegen den Rückwänden und so. Und das ist jetzt dazugekommen. Ein 60S von uns. Und hier haben wir was ganz Besonderes mit vor. Jetzt kann ich es ja endlich verkünden. Und zwar werden hier Süßwassernadeln einziehen. Ja. Ein großer Moment, Leute. Das ist wirklich ein großer Moment. Ist das nicht schön? Ja, da hinten ist noch irgendwie so Drama. Das kriege ich irgendwie nicht mehr richtig weg. Aber naja, das ist auf jeden Fall unser neues Projekt, ja, was dann auch bald starten wird. Und ich freue mich riesig, denn... ja, wer den Kanal hier schon länger verfolgt, der weiß halt, die Süßwassernadeln, die, ja, hätte ich schon sehr lange gerne. Was ist eigentlich hier mit dem, was ist hier eigentlich schon wieder? Das stört die Optik. So, ja, nicht, dass die anderen perfekt drin wären, aber gut.
Genau, der weiß, dass das hier ein Herzensprojekt ist, was ich schon sehr lange vorhabe, aber irgendwie immer Gründe hatte, es nicht zu tun. Und jetzt, wie gesagt, mit dem Lebenfutter-Gedönse, das läuft ja ganz gut, es kommt immer mehr dazu. Also die Auswahl wird immer größer, was ja dann auch nichts mehr gegen die kleinen Freunde spricht. So, und ich habe auch schon jemanden an der Hand, wo ich die Süßwassernadeln von herbekommen werde. Ja, und ja, jetzt gucken wir mal, wann es denn dann startet. Aber das ist auf jeden Fall das nächste Projekt, was wir hier angehen. Ja, ein Aquarium für die Süßwassernadeln herrichten. Es wird auch ein Art-Aquarium, also es kommen wirklich nur die Süßwassernadeln rein. Eventuell ein paar Phosphonschnecken oder so. Und ich glaube, dann war es das. Mit Garnelen bin ich mir noch unsicher, da hört man so unterschiedliche Meinungen zu. Das gucken wir dann einfach spontan. Aber irgendwas brauchen wir schon für, das Lebenfutter, was übergeblieben ist. Denn es sind ja Tiere, die nur Lebenfutter fressen. Und was auf dem Boden bleibt, das muss ja auch irgendwie gefressen werden. Deshalb mal schauen. Aber ja, ich hoffe, ihr freut euch und ich freue mich sehr. Es ist ein recht, nicht so hohes Aquarium. Wie sagt man denn dazu? Es ist ein recht niedriges Aquarium. Ja, aber es ist auch gar nicht schlimm, denn die Nadeln, die halten sich eher am Boden auf. Und genau. Das ist auf jeden Fall der Tag nach gestern. Und gestern sind halt, wie gesagt, die neuen Tiere eingezogen. Ja, man kann jetzt hier auch gerade einen vorne sehen. Der andere, den sieht man eigentlich auch, der ist gerade vor den Röhrchen da links. Also aus Erfahrung weiß ich, da rechts ist auch noch einer zwischen den zwei Anubia-Blättern. Links von dem Thermostat? Ihr wisst, was ich meine. Ah, und da hinten? Ich glaube, den seht ihr jetzt nicht. Da ist noch einer über dem Moos. Naja. Genau, immer wenn hier neue einziehen, dann ist hier immer mal was los. Ja, ich schätze mal, die suchen sich wahrscheinlich ihre endgültigen Reviere oder so, ihre Plätzchen, ihre Lieblingsplätze. Und ja, da ist dann halt immer recht viel los. Aber ich weiß jetzt schon, morgen wird es wieder ruhiger sein. Das war beim letzten Mal auf jeden Fall so. Und genau, ja. Hier werden auf jeden Fall noch ein paar Röhrchen dazukommen. Ja, ich wollte mir auch mal ein paar besorgen, die von der einen Seite geschlossen sind. Und dann gucken wir mal. Ja. Gestern gab es sehr viel Artemia. Heute, denke ich mal, werde ich nur ein bisschen Essigälchen füttern. Und genau. Ja, so sieht's aus. Ich gucke gerade rein und tatsächlich, da ist eine Blueberry. Könnt ihr die sehen? Da auf dem Blatt. Ich glaube, näher wird wahrscheinlich schwierig. Ah, doch. Naja, der Fokus, der sucht sich jetzt genau die vorderen Blätter aus. Das ist ja blöd. Naja, auf jeden Fall. Scheinen sich wohl zu fühlen, ja. Es ist jetzt heute quasi, habe ich ja schon gesagt, der Tag nach gestern, nach dem Einzug. Und das Aquarium läuft jetzt auf 25 Grad, ja. es ist auf jeden Fall, denke ich mal, sind wir ganz gut dabei. Ich wünsche es mir auf jeden Fall, und dass wir die hier groß kriegen. Wie gesagt, 4 hatte ich mitgenommen. Ich hoffe, dass das was wird, Leute. Das ist ja jetzt hier gerade ein ungewohnter Blickwinkel. Ja, ich glaube, aus dieser Position habe ich noch nie gefilmt. Aber ich habe hier gerade meinen Selfie-Stick in Benutzung. Der ist neu. Denn der Gimbal, der ist auch nett, aber der ist gerade nicht so gefragt bei mir, muss ich ehrlich sagen. Genau, ich werde mich jetzt von euch verabschieden und wenn denn dann wobei ihr merkt es schon, Thema Lebenfutter, das ist jetzt irgendwie in jedem Video mal so ein bisschen drin, ne? Und ich glaube, wenn es so weitergeht, dann brauchen wir auch kein Futtervideo speziell mehr machen, weil die Futterstation müssen wir ja noch aufbauen, das stimmt, ja, das müssen wir schon noch, aber im Moment kommt halt ein Lebenfutter nach dem anderen hier zu mir und genau, ja, wir
wir packen das jetzt einfach immer mal so mit rein, wenn es gerade aktuell ist. Und ja, das mit der Futterstation machen wir auch noch. Wie gesagt, ich bin mir immer noch unschlüssig, ob ich die jetzt da lasse, wo sie ist, oder ob ich die doch hier in das Wohnzimmer verfrachte. Da weiß ich halt noch so gar nicht, wie es weitergeht. Keine Ahnung. Naja, aber jetzt, wie gesagt, das neue Projekt mit den Süßwassernadeln, da hoffe ich, ja, dass ihr euch da genauso drauf freuen könnt wie ich. Ja. Und genau. Würde mich an dieser Stelle jetzt auch verabschieden. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und ja, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Das ist ja dann der Sonntag. Was da kommt, weiß ich noch nicht. Kann ich euch noch gar nicht verraten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.